Ja, da will ich ja gar nicht sitzen, glaube ich. Weil was er für mich gemacht hat, ja, das ist unglaublich, wenn wir angefangen sind im Go-Kart. Eigentlich bis Formel 1 natürlich, mhm. weil auch in Formel 3, da war da manchmal meine Ingenieure auch. Aber ja, so viele Sachen erlebt. Mhm. Aber am Ende, wenn wir da natürlich zusammen waren in Abu Dhabi, mhm. das letzte Rennen, und dann, dass ich da gewonnen hatte, natürlich ein mhm. Weltmeister, ja, das war ein sehr besonderes Moment zusammen. Ein langer Weg. Max Verstappen und Jos Verstappen, Vater und Sohn, sie erobern gemeinsam die Formel 1. Es gibt wahrscheinlich kaum einen anderen Formel 1-Vater, der sich so intensiv mit der Karriere seines Sohnes auseinandergesetzt hat, der auch so hart angepackt hat. Wir erinnern uns an Geschichten, wo Max Verstappen auch mal als kleiner Junge an der Tankstelle stehen gelassen wurde, wo er die volle Härte seines Vaters zu spüren bekommen hat. Das hat ihn abgehärtet, das hat ihn stark gemacht und inzwischen ist er Formel 1-Weltmeister. Über einige dieser berühmten Geschichten aus der Vergangenheit, aber auch zum Beispiel über das sensationelle WM-Finale 2021 in Abu Dhabi, bei dem sich Verstappen Junior seinen ersten WM-Titel geholt hat, sprechen Jos und Max Verstappen in diesem Video. Aufgezeichnet wurde die Show am Montag nach dem Grand Prix von Österreich 2022 in Spielberg bei einer Sonderausgabe von Sport und Talk aus dem Hangar 7, aufgezeichnet diesmal nach dem Grand Prix von Österreich direkt an der Rennstrecke, gehostet von Servus TV, dem offiziellen Broadcaster der Formel 1 in Österreich. Und Moderator Christian Nehiber, der wollte als nächstes von Max Verstappen wissen, was hast du Jos am meisten zu verdanken, was würdest du besonders hervorheben? Da war natürlich manchmal hart, aber immer am Ende, glaube ich, fair. Und das hat mir auch gut vorbereitet für alles, was danach gekommen ist, weil das war kein Schock oder etwas, was ich nicht handeln könnte oder so. Das war alles eigentlich ganz normal, weil meine Schule im Go-Kart war schon hart, aber das war am Ende, glaube ich, die beste Schule gewesen. Ja. Es ist ja nicht leicht, Vater zu sein und immer das Richtige zu tun, das wissen alle Väter. War es manchmal hart für dich, hart zu sein? Nein. Nein. Ja, es ist, jetzt, wenn man da zurückschaut, ist es vielleicht zu hart oder weiß ich was, aber im Moment selber habe ich das so gespürt, gefühlt und er brauchte das auch ein bisschen, ja. weil er hat auch einen Herzkopf ja. Und ich glaube, und das glaube ich wirklich, deswegen ist er auch wirklich besser geworden mhm. und er musste das manchmal haben und und dann das nächste Jahr war er wieder besser, hat er alles gewonnen, war der Weltmeister und dann zweimal Europameister, da hat er alle Rennen gewonnen und da hat immer sehr viel gelernt und ich glaube schon, dass er deswegen auch für sein Alter ist er sehr mature und deswegen glaube ich auch, dass er so gut war auf eine junge, wie sagt man, Alter. Hast du dir auch manchmal Bilder vom Papa angeschaut als Rennfahrer, wie ja, er gefahren ist? Und ja. Verschiedene Bilder. War ja auch ein sehr aggressiver und schneller Rennfahrer. Ja, und ich glaube, das ist am Ende natürlich, das ist in die Familie und ich bin, glaube ich, fast gleich, aber wir haben natürlich immer gesagt, wir versuchen das natürlich besser zu machen. Mhm. Ein Verstappen 2.0 oder so, 2.0 ja, oder wie sagst du? Aber ja. Es ist immer schön, um die Rennen anzuschauen. Ja. Jos, ist der Max talentierter als du? Ja, absolut. Ja. Es ist, ja, ich meine, er ist, ich glaube auch, es ist von Anfang an, hat er gleich die richtige Weg bekommen. Und natürlich, ich meine, ich kann ihm alles lernen, aber er muss natürlich selber das Talent haben. Mhm. Und das hat er. Das hat er von Anfang an, hat man das sehen können. Und er hat sich natürlich selber entwickelt. Er ist schlauer, er versteht alles besser. Und ich glaube, dass, ja, er ist absolut, ja, er ist viel besser wie ich. Mhm. Und damit hast du auch nie ein Problem gehabt? Weil manche Ich bin froh, dass es so ist. Es war, ja. Das würde eine Frustration sein, wenn es nicht so war. Ja. Und ich bin glücklich. Ich muss sagen, es ist für mich auch als Vater sein, da ist es spannender, um Rennen von ihm zu sehen, dann selber zu fahren. Mhm. Gab es auch durch deine Erfahrung als Rennfahrer Fehler, die er dann nicht gemacht hat, weil du sie eben schon gemacht hast? Ja, ich habe mich selber im Spiegel geguckt und ich wusste ganz genau, wenn man darüber nachdenkt, ich wusste ganz genau, was ich
gut oder falsch gemacht habe. Und das habe ich versucht, bei ihm ja, mitzugeben, um das besser rauszuholen. Mhm. Matthias, du kannst natürlich da gut mitreden, hattest auch einen Rennfahrer als Papa. War es manchmal hart auch? Bei mir war es das genaue Gegenteil. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man Rennfahrer werden möchte, das Wichtigste ist die Hingabe und die Passion von den Eltern. Wenn die nicht da ist, kann man als kleiner Junge nicht anfangen. Und was der Jos gemacht hat, da muss er ja richtig viel Zeit nehmen. Und diese Hingabe, deinen Sohn zu geben, ist der erste Schritt. Wenn du das nicht hast, ist es fast unmöglich. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich wollte immer Rennfahrer werden, schon als Kind. Mein Vater war immer dagegen. Und wir haben uns als Kind, da war ich 10 Jahre alt, da haben wir uns mit unserem eigenen Taschengeld 2 alte Go-Karts gekauft, mein Bruder nicht. Und der Nachbar war Mechaniker, der hat das alles schön zusammengeschraubt. Mein einmal fahren, der Vater kam nach Hause am Wochenende, hat die Go-Karts verkauft, das Geld eingesteckt. Er hat gesagt, wir dürfen jetzt Motocross fahren. Das war okay. Warum weiß ich auch nicht, weil es eigentlich viel gefährlicher. Aber kein Go-Kart und kein Motorsport. Mhm. Und ich habe dann selber angefangen mit 20, bin den eigenen Weg gegangen, zusammen mit meinem Bruder. Das hat da Spaß gemacht, aber leider hat für die Formel 1 nicht gereicht. Aber ich glaube, heutzutage, die Hingabe von den Eltern ist so wichtig und die Passion, das deinen Kindern weiterzugeben. Und jedes Jahr auch richtig harte Arbeit, finde ich, aus zu der Zeit. Da musst du ja jedes Wochenende auf Zürich-Gurga testen gehen. Das ist ja ein Fulltime-Job. Wir werden nachher noch einmal ein bisschen auch über deine Beziehung und vor allem dein sehr emotionales Erlebnis an diesem Wochenende sprechen, Matthias. Ja. Wollen wir noch 2, 3 Punkte markieren in der so wichtigen und erfolgreichen Karriere von Max. Erstes Rennen 2015 in Melbourne. Du warst 17 Jahre alt. Erinnerst du dich noch, Jos? Ich war dabei, genau. Ja, hatte inzwischen zu viele Rennen gefahren. Und, aber ich glaube, das erste Rennen ist er nicht am Finish gekommen, glaube ich. Ist er nicht ans Ziel gekommen? Motorproblem. Ja, beim zweiten Rennen ist er gleich 7. geworden. Aber hast du nie Angst gehabt, es könnte zu früh alles sein? Er war mit 17 der jüngste Fahrer in einem Formel 1 Cockpit. Natürlich hat man Angst, um die falsche Richtung zu, wie sagt man, zu gehen. Aber ich muss sagen, ich habe immer Vertrauen in ihn gehabt. Er war immer ein Fahrer, der nicht viel Zeit brauchte, um schnell zu gehen. Und ja, mein Gefühl war gut, um das zu machen. Ja, dann kam der erste Sieg schon in der nächsten Saison. Erstes Rennen mit Red Bull Racing. Wie sind da die Erfahrungen? Was hast du da noch für Erinnerungen mit deinem Papa auch? Wie dir das erlebt? Ein verrückter Tag natürlich, weil ich hatte so viel noch zu lernen das ganze Wochenende. Natürlich Glück gehabt mit die 2 Mercedes, was da natürlich gecrashed waren. Aber ja, das war natürlich auch nicht für mich selber alleine, aber auch für Helmut, weil der hat natürlich entschieden, jetzt Max geht rein. Da war natürlich auch viel Kritik da drauf damals. Aber dann, glaube ich, nach dem Rennen war das schon vorbei. Und ich glaube, auch für Helmut war das schon ein gutes Wochenende. Ja, der erste Sieg. Ich habe natürlich so viele Male das Podium angeschaut zu Hause. Und ich habe auch gesagt, damals mit meinem Vater, ich hoffe natürlich in ein paar Jahren, dass wir da auch stehen können. Und dann mein erstes Podium war natürlich dann auch mein erster Sieg. Und ja, das war ganz emotional. Ja, ein Tag, wo sich natürlich niemals vergessen kann. Ja, 7 Jahre ist es jetzt her. Was hat sich verändert beim Rennfahrer Max Verstappen? Was ist so der Hauptunterschied, wenn du das vergleichst? Ein bisschen älter geworden. Reifer geworden. Erfahrung am Ende. Ich glaube, das ist das größte Unterschied über die ganze Woche. Ja, wie du ein ganzes Wochenende aufbaust, und so, ohne zu viel Risiko zu nehmen. Mhm. Ja, dieses Jahr. Eine Sache wollte ich unbedingt auch mit euch besprechen, dieses wahrscheinlich dramatischste Finale aller Zeiten in der Formel 1. Die letzte Runde von Abu Dhabi, wo du dir noch den Titel geholt hast und Lewis Hamilton überholt hast. Jos, wie hast du das diese letzten Sekunden erlebt? Waren das die schlimmsten in der Karriere von Max für dich? Für mich war es schlimmer bis so 5 Runden vom Ende. Und dann wieder Latifi da gecrashed war, dann hat es wieder alles gelebt. Das war das Schlimmste. Aber ich wusste auch, jetzt diese Runde wird das absolut passieren. Der wird oder vorbeifahren oder drüber hinfahren, aber der wird es versuchen. Das wusste ich. Und du hast auch wirklich performt. Es war unglaublich, wie du diese Chance genützt hast. Wir alle sagen immer, was das Besondere ist am Max Verstappen, ist, wie du mit Druck umgehst, dass du einfach so unglaubliches Selbstbewusstsein hast. Hast du das auch von deinem Papa oder war das schon ein bisschen einfach in dir drinnen? Schon als Kind hast du dir immer viel zugetraut. Ja, ich glaube, das hat natürlich auch mit Vertrauen zu tun und ich glaube, das habe ich natürlich auch bekommen, aber mein Vater war auch immer hart, aber von meiner Seite, ich war immer auch ganz relaxed und manchmal habe ich da natürlich auch
ein bisschen Ärger darüber gehabt, weil mein Vater hat immer gesagt, du bist viel zu relaxed, du brauchst, du musst viel mehr drauf sein. Aber ich habe gesagt, ja, wir werden mal schauen, morgen, was passiert. Und am Anfang... Ich hab mich, da hatte ich mich Sorgen gemacht, aber du weißt ja selber, wenn du für ein Team fährst, du musst die anrufen, die musst da Druck drauf setzen und das macht der Max nicht. Da hat seinen Kontakt mit seinem Renningenieur und seinem Data-Ingenieur und das ist es dann auch. Aber ich würde das nicht forcieren. Ich bin dann viel mehr, ich will wissen, was da spielt, ich will wissen, wo die mitkommen, neue Teile und so. Ich weiß ich jetzt auch früher, dann er das weiß. Aber so ist er, weißt du? Und da muss man auch akzeptieren. Und da macht er einen guten Job damit. Und so baut er sich selber, so bleibt er ruhig. Und so funktioniert das am besten für ihn. Ja. Faszinierende Einblicke in eine faszinierende Vater-Sohn-Beziehung in der Formel 1. Also, wenn du Lust hast, wenn du großer Verstappen-Fan bist, wenn du Lust hast, noch mehr von Jos Verstappen und Max Verstappen zu hören, auch von Helmut Marko, dann lege ich dir jetzt als nächstes Video Sport und Talk aus dem Hangar 7 am Ende der vergangenen Saison ans Herz. Denn da hat Max Verstappen am Hangar 7 in Salzburg ausführlich über den Gewinn seines ersten WM-Titels gesprochen. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann schau es dir jetzt an.